Okay, klicken Sie mit der linken Maustaste auf einen Wegpunkt und von Ihrer aktuellen Position direkt dorthin zu gelangen. Also wir sind bei den alten Ruinen und wir müssen jetzt zu den Ja, Neutristanen. da bin Alles ich klar. gerade. Da stehen die ganzen Leute hier mit den Schwertern. Geht ganz gechillt hier, ne? Okay, jetzt gehen wir wieder zurück Danke zum für eure Hauptmann. Hilfe. Aber könntet ihr vielleicht ein Wörtchen mit Lea sprechen? Sie will die Idee, ihren Onkel zu retten, einfach nicht aufgeben. Und das sollte sie auch nicht. Ich werde ihr helfen, ihn zu finden. Yeah. Quest beendet. Regenerative Schuhe habe ich gekriegt. Auch? Ich weiß es gar nicht. Bin hier gerade bei meinen Fertigkeiten und habe die noch ein bisschen verbessert. So. Ich habe noch Krähenfüße, aber das brauche ich nicht. Ja, ich habe eine Stoffhose bekommen. Steht hier. Du hast eine Hose bekommen und ich habe Schuhe bekommen. Cool. Magischer Blitz. Lasst uns Die auf sind die aber Suche gleich nach eurem stark. Onkel gehen. Ah, nee. Zuerst müssen wir in die Kathedrale gelangen. Die Wachen hatten ihre Tore verschlossen, bevor sie aus dem Hinterhalt angegriffen wurden. Rumford hat mir erzählt, dass sie sich bis zu Adrias Hütte durchgekämpft hatten. Der Schlüssel muss noch immer dort sein. Das Vermächtnis von Kane. Digga, ich weiß gar nicht, wie es aussieht. Ich habe hier nämlich jetzt die Stoffhose bekommen. Die soll anscheinend besser sein. Die hat 7. Und die alte hatte nur 6, aber dafür 999,9% Heilung. Was ist besser? Weil da steht nichts bei der einen Hose. Also, Weißt du das? ich kann ein Beispiel machen von meinen Schuhen. Zum Beispiel, ich habe eine Schuhe, die heißt regenerative Schuhe. Okay. Und wie dir wahrscheinlich aufgefallen ist, hat die haben verschiedene Gegenstände eine Farbe. Ne? Ja. Die sind manche weiß, manche blau, manche So sieht's aus, ja. orange und sowas halt, ne? Genau. So, wenn die blau sind, dann sind die magisch. Das heißt, die haben noch einen Boni. Okay. Das heißt also, sagen wir mal, ich habe jetzt die Schuhe, nur Stiefel. Ganz, ganz stinknormale Stiefel. Die haben keine Bonis. Und ich habe dann noch einen Stiefel, die regeneriert sich aber auch. 2 Leben pro Sekunde. Das heißt, ich profitiere davon mit den magischen Schuhen, weil die Schuhe regenerieren sich ja auch pro Sekunde. Während der andere Schuh, also beziehungsweise Stiefel, sich nicht regeneriert. Daran kann man das auch sehen. Okay, ja, aber beim einen, da steht halt nichts von Dings, Heilung und so. Sondern nichts Wenn da einfach. kein Unterschied ist, dann lass einfach so. Okay, gut, ja. Ich habe eine exquisite Essenz, magisches Handwerksmaterial, wird durch das Wiederverwerten magischer Waffen und Rüstungen durch den Schmied gewonnen. Im Verlauf der Geschichte haben Handwerker immer auf magische Materialien zurückgegriffen, um mächtige Gegenstände herzustellen und zu verbessern. Okay. Könnten wir vielleicht irgendwann mal verwenden. Ja, Ja, das und. Spiel macht auf jeden Fall. Das ist doch super. Ich meine, ne? Ja, ich habe 900. Was? 1927 Gold. Ich glaube, das könnte man nochmal langsam investieren, oder? In bessere Rüstungen. Eventuell. Oder nicht? Mal kurz. Der Tod mag schon bald Ah, gekommen sein, das Moment! Mädchen auch Ja, sein mag. guck mal, Zocki. Kurz komm bitte. Wo bist du? Kannst mich auf der Karte sehen. Mit diesem Punkt, glaube ich. Nö, ich sehe dich nicht. Ich weiß nicht, wo du bist. Sag mir doch deinen Ort. Einfach. Ach, hier. Ja. Okay, gut. Bruder Malachi, der Heiler. Der Heiler, Okay. das heißt, der heilt dich Möge die Gnade kostenlos. der Da uralten bin ich dabei, aber ich hab Kolosseer halt voll, weil du ihn und ansprichst. Rechtschaffenheit euch durchdringen. Der Bergmann. Heiltrank, cool, Waffen. Sollen wir uns Auch welche kaufen? gefallenen Also Waren. Ey, Heiltränke? guck, Leute, seht ihr, in Divinity Original Sin, da konnten wir gar nichts kaufen, aber hier können wir richtig Gutes kaufen, alles Mögliche. Ey, soll ich welche kaufen oder nicht? Also Heiltränke, ist das notwendig? ich kaufe mir seltener Beinschutz, denn ich habe keine Beinschütze. Ey, Ethanol. Rüstung. Cool. Man könnte noch heil. Nee, warte mal. Man könnte Stoffhose noch. des Gemetzels. Hier, seltener Beinschutz, das könnten wir kaufen. Das kostet auch nur 1078. Ich habe 2045. Du? Wie viel hast du? 1900 oder so. Ich 1927. hab's mir jetzt gekauft. Die
Beinschutz. Warte mal, weißt du was, ich kaufe mir. Nicht schön, aber selten. Belohnung, Bannermuster. Regenerative Errungenschaft. Soll ich mir die kaufen? Die haben nur Level 3, also 3 steht da. Ja. Soll ich die tauschen gegen die... gegen den Brustschutz? Stoff-Unika. Das ist, glaube ich, besser, ne? Tunika. Bei mir ist das Spiel mal ganz kurz mal minimiert worden. Na egal. Okay. Läuft ja weiter die Aufnahme, ne? Was? Ja, ja. Ja, gut. Die Aufnahme läuft noch. Okay. Ja, dann... wenn du fertig bist, gehen wir mal zurück. Dann machen wir mal die Quest, das Vermächtnis von Kane, ne? Ja, würde ich auch sagen. So, schließen wir und ja. Okay, Quests. Was haben wir denn erstmal für Quests? Das Vermächtnis von Kane. Benutzt den Wegpunkt von Neutristram. Zusammen mit Lea den alten Ruinen zu gelangen. Okay, machen wir mal. Okay, dann los. Gerne. Wir haben ja hier die ganzen Leute jetzt angesprochen, das heißt, das müssen wir jetzt noch nicht tausendmal machen. Auf geht's, zu den alten Ruinen. Zack. Geht zum Tor von Altrister. Und vor allem Lea, mit uns, also sie ist unsere Helferin. Ja, sehe ich auch gerade. Ah, Lea macht das Tor auf gerade. Nice. Adria war meine Mutter, doch ich weiß nicht viel über sie. Sie starb, als ich noch klein war. Onkel Deckard hat mich großgezogen. Ich habe gehört, er war ein guter Krieger. Er starb, als Tristram den Dämonen in die Hände fiel. Robuste Schärpe. Lass denn mal gucken, was das ist. Alter. Bockt richtig. Also Rüstung. In der Adrias Hütte. Ah, das ist ja bereits gefunden, okay. Ja, ich bin da gerade. Da gehe ich doch mal rein. Oh, hier gibt's frische Sachen. Gerne. Die Leute sagten, sie sei eine Hexe gewesen. Ich habe ihnen nie geglaubt. Ah, Heiltrank. Nice, Alter. Tötet Hauptmann Dalti. Cool. Hauptmann Dalti, der ist ein Miniboss, glaube ich. Und down. Wahnsinn, wie gut, ey. So schnell? Ja. Oh, das ganze Gold. Nice. Und noch Leben eingesammelt. Und das Tagebuch meiner Mutter. Das, was ich bisher gesehen habe, erscheint. Ich will mehr über sie erfahren, aber das kann noch warten. Zuerst müssen wir Onkel Deckard retten. Gut. Bleibt hier und findet heraus, was ihr könnt. Vielen Dank. Aiden ist letzte Nacht zu mir gekommen. Ich ahnte, was ich in seinem... Warte mal kurz. Wir müssen woanders hin. Quest beendet. Ich tröstete ihn so gut ich konnte. Dennoch, wohin auch immer er aufgebrochen ist, die Hölle wird ihn verfolgen. Der Schatten droht, Tristram erneut einzuhüllen. Aber wie Aiden werde ich verschwunden sein, bevor es soweit ist. So. Gut, wollen wir doch mal weitermachen hier. Onkel Deckard hat lange vermieden, hier. Warte mal kurz, Lea redet gerade. Für ihn gab es hier zu viele böse Erinnerungen. In Adrias Tod. Diablo den alten König Leoric in den Wahnsinn getrieben und das Volk terrorisiert. Ich weiß nicht, was genau damals passiert ist, aber was es auch war, es war schrecklich. Fast alle der Überlebenden sind wahnsinnig geworden. Wie ist eure Mutter gestorben? Ja, okay, alles klar. Bei mir redet die noch. Aber ich weiß, dass Adria also. Davon besessen ja, ist kein Ding. So, habe ich alles soweit? Ich habe einen Gürtel, Digga. Zocki, wir sind ja hier in Diablo 3, das heißt, Teamwork ist gut angesagt. Das genau. Heißt, wenn wir warten uns dann gegenseitig, falls wir nicht weiterkommen, okay? So sieht's aus. Das heißt, wenn ich jetzt gerade beschäftigt bin mit dem Inventar, dann wartest du auf mich, bis ich dann fertig bin, okay? Das mache ich dann bei dir auch. Okay. Ich habe gerade noch einen Gürtel ausgerüstet. Ja. Und ja. Also ich freue mich auf jeden Fall auf dieses Projekt. Also als das Spiel nochmal neu rauskam, wollten wir das unbedingt auch mal aufnehmen, aber das war zu teuer. Ich glaube, 50 Euro, glaube ich, war so. Ja, und what the fuck, was war das denn? Und das Spiel lief nicht so gut, habe ich mal gehört. Deswegen hat es auch viele negative Bewertungen erhalten genau, früher. Ja, genau.
Aber jetzt ist ja alles in Butter, alles im Reinen. Boah, die sind ja jetzt stärker geworden. Ja. Die Viecher. Zack, eingefroren. Bart, Alter. Easy. Wow, was war das denn? Ach du Scheiße. Arcane-Kugel habe ich freigeschaltet. So. Warte mal kurz bitte. Frostnova. Überzieht Gegner in der Nähe mit einer Eisexplosion. Okay, hast du auch Fertigkeiten freigeschaltet schon? Krähenfüße habe ich. Legt eine Falle auf den die Boden. Ganzen, guck mal, die ganzen Fähigkeiten kannst du auch benutzen, ne? Ja, ich habe noch kein Schnellfeuer. Kannst mit den Zahlen einsetzen. Also zum Beispiel, ich habe jetzt bei 1 Frostnova und dann bei magisches Geschoss muss ich dann linke Maustaste drücken und so, weißt du? Ja, klar. Ich habe halt noch nicht für Aufspießen habe ich halt noch kein Schnellfeuer und so für mein Wurfmesser. Ist halt noch ein bisschen scheiße. Hungriger Pfeil. Ja. Wenn du fertig bist, dann machen wir weiter. Guck, das meine ich. Das ist Teamwork. Das heißt, wir warten einfach. Ja, wir können weitermachen. Kurz. Fertigkeiten habe ich alles. Ja, ne? Neue Passivfertigkeit haben wir neu. Alles klar. Wir haben ja. Ja, alles klar. Dann machen wir mal weiter. Gut. Aber mich würde es trotzdem mal interessieren, wie ich eigentlich mit dem Schwert schwingen kann. Oder, weil ich ein Zauberer bin, kann er das nicht benutzen. Aber sonst würde er ja nicht das Schwert in der Hand halten. Ja. Das macht ja auch gerade wenig Sinn. Klar. Okay, wollen wir als erstes zum Massengrab? Ich schlitz gerade noch ein paar. Die kommen hier raus aus dem Böden. Oh, jetzt wird's kritisch. Ich darf nicht zu nah an die Gegner ran, das ist nämlich nicht so gut. Ja gut, dann gehen wir nochmal zurück, oder kurz? Ich glaube, die Haltbarkeit, ne? Die Haltbarkeit sinkt, wenn die Gegner dich treffen, glaube ich, keine Ahnung. Hier, ja. Massengrab. Hey, gibt's bestimmt auch noch was Geiles. Oh, ein paar Gegner hier. Oh, also, ich wette mit dir, das ist Stufe 5. Nice. Glückwunsch, wandelnde Leiche. Schnellfeuer. Digga, ich hab Schnellfeuer, jetzt kommt's rein, direkt. Das meine ich. Da steht Schnellfeuer. Ich kann's direkt upgraden. Da weißt du auch, was du upgraden musst. Nicht so wie in anderen Spielen, weißt du? Das ist richtig geil, Alter. Ja. So, Fertigkeiten hier direkt. Tun wir das mal machen hier mit Schnellfeuer. Kosten 20. Hier bei mir, guck mal, bei mir gibt's auch Upgrades. Bei mir wird da gerade, also diese Frostnova, ne, wird bei mir gerade ab Stufe 8 freigeschaltet. Mhm. Und bei mir, mit dem Dings, mit dem Schwert, da muss ich noch ein bisschen leveln für Chakram. Das ist dann die nächste Stufe, wo ich dann ein paar Fähigkeiten habe. Ja gut. Beim Pfeil kann ich noch nichts ändern, okay. Gut. Inventar schaue ich mal gerade nach. Also, ja, auf jeden Fall ist das Inventar auch nicht so fummelig wie in Divinity. Ja. Alles passend. Mir fehlt jetzt nur noch ein Helm. Das Helm habe ich gerade nicht. Aber du ja auch nicht, ne? Mhm. Hier gehen wir mal weiter. Bekommen wir, denke ich, nachher noch oder so. Bestimmt, ja. Oder? Castle Drail. Was ist hier hinten? Und kann ich da noch was? Hier hinten? Ja, da ist noch ein Baumstumpf, aber da war nichts drin, leider. Gehen wir mal rein in die Kathedrale, oder? Nein, noch nicht. Warum nicht? Ja, hier haben wir ja noch einen Weg. Wie gesagt. Aber da kommen wir nicht rein. Erkunden überall. Da ist hier zu. Baumstumpf. Das haben wir jetzt zerstört. Das heißt, wenn wir jetzt noch was zerstören, dann kriegen wir dafür Erfahrungspunkte. Ja. Mal. Das Gatter hier ist zu, jetzt da kommen wir nicht rein. Brauchen wir nicht hingehen. Ja? Das ist geschlossen. Ich dachte, da könnte man rein, weißt? Betretet die erste Ebene. Oh mein Gott, das wird so geil werden, ey. Ja. Oh. Hier, die erste Ebene. Jetzt kommen wir, Alter. Jetzt gehen wir rein. Oh. Erdbeben gerade. So. Zack. Oh, jetzt geht's los hier, Alter. Da steigen schon die Soundeffekte. Oh, was ist denn hier los? Boah, das sind die stark, Alter. Vor allem die wandelnde Leiche, die hält richtig viel aus. Boah, ich sollte mal weggehen. Bin immer zu nah an den Gegnern.